Moinsen, heute mal kein Video aus Hamburg, sondern aus Bad Mahlente. Hat den Grund, wie man schon im Titel unschwer erkennen kann, dass ich für 3 Wochen hier auf Reha bin. Warte, wie viele Wochen? 3. Es hat den Hintergrund, dass ich 2015 bei der Bundeswehr leider einen Dienstunfall hatte, nachdem bis zum jetzigen Zeitpunkt 4 Knie-OPs, oder kann man sich ja mal eine Reha gönnen, würde ich sagen. So, sind wir auch schon da in der Mühlenberg-Klinik. Nun gehen wir erstmal rein hier und werden mal das Zimmer beäugen, wa? Boah, diese Treppen, ey. So, als erstes sollte man eigentlich seine Hotelzimmerkarte hier reinpacken. Ich nehme die Payback-Karte, weil jede Karte da funktioniert. Wenn man aus dem Zimmer geht und die Karte nämlich rausnimmt, hat man keinen Strom. Natürlich nicht so geil, wenn man mal sein MacBook laden will oder so. Deswegen MacGyver wieder am Start. So, dann kommen wir auch schon direkt ins Badezimmer. Moin moin. Schon ein bisschen eingerichtet hier, natürlich für Badeanwendungen, Badehose, Handtücher, Pflegekram ohne Ende. Man kennt es nicht anders. Dusche ist natürlich auch am Start. Wie ganz cool, dass das so ebenerdig ist, gerade ich hier mit meinem Humpelknie. Und natürlich Scheißhaus, darf auch nicht fehlen. Und man könnte dem Boden eigentlich mal eine Grundreinigung verpassen. Oder dann lasse ich mir noch was einfallen. So, das Bad wäre dann auch sauber, mal ganz gepflegt, das Bad geflutet. So, weiter geht's. Ich habe gehofft, dass hier eine Minibar drin ist. Aber wenn man es aufmacht, ist es dann doch nur eine Arbeitsfläche. Was natürlich geil ist, schön abends mit dem MacBook, ein paar Videos schneiden. Auch dieses hier kann man schon sinnvoll nutzen. Im Gegensatz zum Fernseher, den habe ich echt nur den ersten Tag benutzt, weil ich noch kein WLAN hatte. Eigentlich unnötig, aber gibt ja viele Leute, die halt viel Fernsehen gucken. Ich gehöre nicht dazu. Was natürlich ganz wichtig ist, mit so das Wichtigste, der Terminplan, was man für Anwendung hat. Danach richtet sich ja ein bisschen der Tagesablauf. Kaffee auf Masse muss auch sein. Ja, Fernbedienung kann man eigentlich auch wegschmeißen. Und was eigentlich cool ist, zumindest wenn die passende Jahreszeit ist, ein kleiner Balkon. Mit schönem Ausblick auf den Minigolfplatz. Ist hier irgendwie jemand am Start? Nee. Alles leer. Ja, ist halt Winter, geht halt nicht wirklich viel was ab. Und bei dem Wetter sieht es auch nicht gerade geil aus. Naja, zumindest hat man einen Balkon. Was haben wir noch hier? Ja, Stauraum ohne Ende. Haben wir hier Trainingsjacke, Rucksack, immer gut zu gebrauchen. Kosmetikbeutel, Waschmittel, Masken auf Vorrat, jeden Tag eine neue. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und hat ein Kumpel mir geschenkt, vielen Dank dafür, Ombre. Ich nenne es das Reha Survival Pack, wo Folgendes drin ist. Der Alkohol wird natürlich erst nach der Reha getrunken. So, Klamotten. Switch habe ich auch mitgenommen, was ich nicht wusste. Man muss sich ins Zimmer WLAN per Browser einloggen, da die Switch keinen Browser hat. Bin ich hier im Offline-Modus unterwegs. Aber egal, ich habe Mario Kart mal alle Cups auf Gold geschafft. MacBook Pro ist natürlich auch am Start zum Videoschneiden, externe Festplatte, Ladekabel und so weiter, was man halt so braucht. Was man auch braucht oder sinnvoll ist, Turnbeutel hier am Start, Gamevention 2019 noch. Einfach Handtuch rein, wenn es zum Beispiel zum Schwimmen geht und so weiter und ab dafür. So, kleinen Nachttisch mit Telefon, wofür man übrigens, wenn man es nutzen will, extra bezahlen muss. Naja, braucht man nicht. Medikamente, das gute Zeug. Ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf, ein Bett. Weil mir fällt gerade ein, ich habe noch was vergessen. I believe I can fly. So, dann checken wir mal die Umgebung ab, was es hier so für tolle Sachen zu entdecken gibt. Wieder die fucking Maske abnehme. Bierklinik, das wird ja schon mal interessant an. So, nicht unweit von der Klinik haben wir den Dieksee. Boah, eigentlich ganz relativ schön, ich denke mal im Sommer zumindest. Da steht eine bunte Kuh auf dem Wasser, warum auch immer. Da hinten ein Typ mit der Jeberkiste. Macht Sinn, aber warum stehen da bunte Kühe? Ich kenne nur eine Kneipe, die so heißt, bunte Kuh. Naja. Wer hängt denn bitte hier ein scheiß Schloss dran? Naja. Oh,
Oh, jedes Mal sind die scheiß Bahnstrecken, wenn man hier langkommt. Ja, gehen wir halt dadurch. So, in der Anführungszeichen Stadt kann man jetzt auch nicht viel machen, weil so gut wie alles zu hat. Ja, aber ich erstmal zum Bäcker. Aber was cool ist, hier gibt es so ein richtig altes Metzgereigeschäft. Kriegt man im Vorbeigehen schon leichten Kohldampf. Na toll, das ist natürlich auch zu. Turm. Gibt ihr jetzt den Weg da hoch oder den Berg hoch? Ich nehme den Berg hoch. Fuck, war das eine dumme Idee, den Berg hoch zu gehen. So, da geht's jetzt hoch. Verdammt. Oh, erstmal eine kurze Pause. So, Verschnaufpause. Treppen, ne? Boah. Okay, er hat Arschkeule gezogen. Nur Turm erledigt, wollen wir nochmal das Labyrinth abchecken hier. Wow. Wow, ist jetzt das super Labyrinth. Da lacht so der Vogel. Können nur irgendwelche Leute im Suff aufgebaut haben, so. Keine Ahnung. Habe ich doch gesagt, das haben Besoffene erbaut am Himmelfahrt. Ja. Vatertag. Siehst du? Zufälligerweise steht hier noch eine Bank. Können wir noch eine kleine Pause einlegen. Bros. Ist natürlich nicht die beste Zeit, um jetzt eine Reha zu machen, weil erstens Winter und zweitens It's Corona time, baby! Heißt, dass die meisten Geschäfte haben zu, aber wir schauen mal, was man in der Freizeit hier so anstellen kann. Sind das da am Pflanzen? Pro Gamer. Achso, du machst Waffen, ja? Ja, ich vergesse das immer. Geht doch. Obwohl, dann müssen wir ein Fenster auch noch machen. Das Fenster noch ein bisschen auf. Wenn es kalt. Ja? Nein.
So, Reha ist fast vorbei. Ich mache mich jetzt daran, dieses Video zu schneiden. Und worauf man natürlich immer achten muss, auf Reha ist natürlich Alkoholverbot. Deshalb